So, heute zeige ich euch mal meine Aleste-Sammlung, beziehungsweise hieß es in Europa auch zum Teil Power Strike. Okay, hier fangen wir an mit Power Strike 1 auf dem Sega Master System. Das hier ist die Club-Version, das sieht man im Cover, das ist nicht farbig. Die konnte man selber nur über den Sega Club beziehen. Ist aber auch nicht teurer oder nichts Besonderes, sage ich mal so. Zum Spiel selber. Es bietet heutzutage nicht mehr so viel Abwechslung, ist auch technisch nicht mehr so beeindruckend. Also nicht mehr ganz up to date. Dann kommen wir mal zu seinem Nachfolger, Power Strike 2. Das imponiert mal deutlich mehr, schon auch vom Cover, vom Aussehen her. Dann bietet es wirklich technisch das beste Spiel, was es auf dem System gibt. Richtig viele Bullets, wenig Flackern. Technisch einfach top, dazu einfach noch gute Abwechslung. Und hier sieht man auch ein bisschen vom Ingame. Gerade der große Endgegner. Ein wirklich klasse Spiel. Leider wird es oft überteuert verkauft. Ich habe Glück gehabt und konnte es in dem sehr guten Zustand für 15 Euro mir kaufen von eBay. Dann kommen wir mal zu den MSX Aleste, wunderschöne Covers, das sieht man gerade hier vorne. Das bietet dann noch ein Vorspann zur Master System Version und hat noch einen besseren Sound mit dem FM Pack. Ja, und es gibt zusätzlich nur ein Stadtlevel, das dem ganzen Spiel eine bessere Atmosphäre noch gibt. Also der Einstieg ist einfach schöner ins Spiel. Hier hinten sieht man was vom Vorspann hier, und hier sieht man den Startlevel. Dann kommen wir zu Aleste 2. Das wo eigentlich wirklich das beste MSX 2 Ballerspiel ist. Das Cover finde ich jetzt sogar eigentlich nicht ganz so gut wie von Aleste 1, aber trotzdem spitze. Da sind die Levels viel abwechslungsreicher. Hier sieht man ein bisschen davon was. Und hat richtig gute Musik. Dann kommen wir zum Pack, weil da ist die Gaten drin ist, Texter und es war noch was, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, der Zustand ist dann nicht ganz optimal. Und ja, würde ich mir heutzutage nicht mehr kaufen, dafür ist es nicht gut genug einfach. Aber ja, besser habe wie nicht haben, sag ich mal. Dann kommen wir zum besten Mega Drive Spiel, zum Musha Aleste. Ja, da kann ich fast nichts mehr sagen, außer alles perfekt in einem Guss. Musik ist super, Grafik ist super, gerade die Sprites, da sieht man, dass das von Tourplan ist, und ja, das stimmt einfach alles. Spriggan und so weiter kommen da einfach nicht dran. Sehr schönes Artwork. Auch hinten drauf. Einfach super gemacht. Dann haben wir hier die Ami-Version, die zurzeit auch recht teuer gehandelt wird. Tja, ja, englische Texte bietet. Und sonst ja eigentlich alles gleich ist. Auch der Schwierigkeitsgrad, ich habe das mal getestet und die Version ist nicht schwerer. Hier sieht man das Schiff, wo in Stage 6 kommt. Dann der Wolke-Level. Ja, super Spiel einfach. Dann kommen wir mal zu Super Aleste auf dem Super Famicom. Tja, super Spiel eigentlich, aber da fällt es einfach ein bisschen an Atmosphäre. Und das Spiel wird unnötig in die Länge gezogen durch die Bonus-Stages. Aber ansonsten, ja, immer noch sehr gut. Hier schöne Verzerreffekt vom Endgegner. Mode 7-Effekt praktisch. Ja, trotzdem, gutes Spiel. Okay, das war's mal.